Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder Bokopoli-Time. Der April hat begonnen heute und ich habe wieder gewürfelt. So, ah, das war wieder aufregend, wunderbar aufregend. Bevor ich dir die Bücher zeige, die ich ausgewürfelt habe für April, ein kurzes Wort zum März. Im März habe ich ja auch vier Würfe gehabt. Eigentlich sollen es ja nur drei sein. Also mein Ziel ist eigentlich, jeden Monat drei Bücher bzw. Kategorien auszuwürfeln, die ich dann, woraus ich dann Bücher lese. Außer wenn ich ein Pasch würfel, dann muss ich nochmal würfeln. So sind es im Februar, nee, im Februar, im März. März, oh Gott, das Jahr ist schon so fortgeschritten. Im März vier Bücher geworden. So viel, nur ganz kurz. Ich habe sie alle gelesen und alle beendet. Und deshalb wirst du sie, ich glaube, morgen schon, ja, also in dem nächsten Video auf jeden Fall, wirst du sie dann in meinem Lesemonat wiederfinden. Und da verrate ich dir dann, wie die Bücher mir gefallen haben. So, das war ganz kurz die Abfrühstückung, das Abfrühstücken von den Märzbüchern. Und jetzt kommen wir zum ersten Wurf für den Monat April. So, beim letzten Mal bin ich auf dem Romance-Feld geendet und da machen wir jetzt weiter. Ich hoffe, dass ich diesmal keine Pasch würfel. Drei Bücher, finde ich, reichen auch mal. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Color Dice. Ah, das hatte ich noch nicht. Und zwar habe ich hier einen wunderschönen Würfel mir erstellt mit verschiedenen farbenen Seiten. Und ich würfel jetzt und dann suche ich mir ein Buch in der entsprechenden Farbe aus. Also das Cover sollte dann also sollte hauptsächlich dann in dieser Farbe erstrahlen. Mal schauen. Und ich würfel. Und es ist grün. Grün. Ein Buch mit einem grünen Cover. Da werde ich mich auf die Suche machen. Da wird sich ganz bestimmt was finden. Ja, ich habe mich gefreut. Endlich mal konnte ich noch ein Gimmick verwenden, den Color Dice, den Würfel. Und ich habe gewürfelt ein Buch mit einem grünen Cover. Die Auswahl war üppiger, als ich gedacht habe. Aber bei der Höhe meines Subs ist das auch gar nicht so schwer. Und ich habe mich für bei einem grünen Cover jetzt für dieses Buch hier entschieden. Wie du mich ansiehst von Alessia Gold. Alessia Gold ist ja eine Autorin, die ich sehr, sehr gerne lese. Sie hat schon sehr viele Bücher veröffentlicht und das ist eines der wenigen, das ich noch nicht kenne. Tatsächlich aber eines ihrer ersten Bücher, die sie veröffentlicht hat. Sie ist ja vor allem für Dark Romance bekannt. Das jetzt hier ist eher so eine New Adult Reihe. Genau, Band 3 der emotionalen New Adult Reihe. Von Alessia Gold. Band 1 und 2 habe ich bereits gelesen. Und dieser letzte Band, der fehlt mir quasi noch in der Reihe. Die sind allerdings nur lose zusammenhängend. Also es geht um Charaktere, die schon in den vorherigen Bänden mal vorkamen als Nebenprotagonisten. Aber im Grunde kann man die auch unabhängig voneinander lesen. Und ich lese dir mal den Klappentext vor, damit du weißt, worum es geht. Strip-Shows, Uniformen und moralisch fragwürdige Arrangements. Joes Leben könnte nicht besser sein. Tagsüber sorgt er als Polizist für Recht und Ordnung, nachts hingegen heizt er als Stripper auf der Bühne den Frauen ordentlich ein. Der attraktive Tänzer genießt sein Leben als Single ohne die Fesseln einer festen Beziehung. Schließlich kann er jeden Abend eine andere Frau haben. Doch dann begegnet er Ruby. Als er die flippige und aufmüpfige Studentin auf einer Demonstration in ihre Schranken weisen muss, fliegen zwischen den beiden nicht nur die Fetzen, sondern auch eine Menge Funken. Aber Ruby ist viel zu sehr in ihrem eigenen Problem beschäftigt, um sich auf die Gefühle einzulassen, die der arrogante Polizist in ihr weckt. Denn ein Schicksal hängt von ihr ab und die Vergangenheit holt sie immer wieder ein.
Meine Kamera macht schon wieder ein Flutschi hier. Ich muss mir ein neues Stativ besorgen. Jetzt ist es gleich unten angekommen. So, jetzt dürfte sich nichts mehr tun. So müsste es bleiben, hoffe ich. In dem Vorgängerband ging es auch schon um einen Stripper. Das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Deshalb freue ich mich jetzt hier auch auf den Kollegen, auf den Stripper-Kollegen. Und freue mich auch, die Reihe dann endlich auch abschließen zu können. Es wird wieder gefühlvoll und spicy. Davon gehe ich aus und das hoffe ich mir auch. So, der zweite Wurf. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein One-Word-Title. Ein Buch mit einem Ein-Wort-Titel. Mal schauen, was sich da findet. So, mit dem nächsten Wurf also auf dem Feld One-Word-Title. Da war die Auswahl auch sehr, sehr groß und ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, was noch gar nicht so alt ist und auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar auf Oracle von Ursula Poznanski. Von der Autorin habe ich schon so einige Bücher gelesen, die mir alle ausnahmslos gut bis sehr gut gefallen haben. Und dementsprechend da habe ich auch hohe Erwartungen an dieses Buch. Ich habe schon Gemischtes gehört als Urteil über dieses Buch. Aber da das ja immer Geschmackssache ist und ich, wie gesagt, gute Erfahrungen mit der Autorin gemacht habe, bin ich jetzt erstmal guter Dinge und freue mich darauf. Worum geht es hier? Das verrät uns der Klappentext. Ich sehe was, was du nicht siehst und das wird wahr. Als Kind hat Julian merkwürdige Visionen. Das sind nur Fehlschaltungen im Hirn, sagt seine Therapeutin, bedeutungslose Trugbilder. Und mit den richtigen Medikamenten sind die auch verschwunden. Jahre später wird Julian mit einer schockierenden Erkenntnis konfrontiert. Einige seiner Visionen scheinen wahr geworden zu sein. Sieht er Schatten, die Zukunft herauswirft? Könnte er also schlimme Ereignisse verhindern? Oder tritt er damit noch größere Katastrophen los? Ursula Poznanski erzählt das Dilemma eines modernen Orakels, hochspannend und voller Überraschungen. Das Buch habe ich mir ja auf meinem Bookie-Treffen mit Sam's Cup of Books gekauft im September. Also seit September letzten Jahres ist es schon in meiner Bibliothek. Ich weiß, Svenja hat es sich auch gekauft. mal gucken. Ich freue mich, dass ich jetzt die erste von uns bin, die es liest. ich glaube, sie hat es noch nicht gelesen, oder? Svenja, hast du schon gelesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Naja, ich werde hoffentlich dann in meinem Lesemonat darüber berichten können, wenn ich es denn gelesen habe. Und jetzt der hoffentlich letzte Wurf. Nein, ein Pasch. Nicht der letzte Wurf. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listen to audiobooks is reading. Ein Hörbuch. Ich soll ein Hörbuch hören. Ja, gut, das kriege ich doch irgendwie hin. Denke ich. Ich habe da noch so ein paar auf Halde, die ich noch nicht gehört habe. Was heißt ein paar, ist auch relativ. Es ist wahrscheinlich wirklich ein paar. Aber ja, das machen wir. So, der dritte Wurf, ein Hörbuch. Ich soll ein Hörbuch hören. Ich höre hin und wieder Hörbücher, aber gar nicht so viel. Meistens höre ich nur ein Hörbuch so im Monat ungefähr. Die Hörbücher höre ich bei Audible. Das ist einfach so das Abo-System, was zu mir am besten passt, weil ich, wie gesagt, gar nicht so viele Hörbücher höre. Und ich habe mich entschieden für ein Hörbuch, was ich mir schon von einer Weile runtergeladen habe, nämlich als ich den Vorgängerband beendet habe. Und zwar werde ich mir vornehmen zu hören Caught von Tracy Wolf. Das ist der vierte Band der Capmere Academy Reihe. Also der erste Band war, wie hieß der nochmal? Crave. Crave heißt eins, dann Crush. Und wie der dritte heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung.
Es ist ein absolutes Wechselbad der Gefühle mit dieser Buchreihe tatsächlich. Also den ersten Band habe ich noch gelesen, den fand ich so, naja, aber noch interessant genug, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Den zweiten Band habe ich dann schon als Hörbuch gehört, den fand ich super. Den dritten Band, den fand ich wieder nicht so toll. Der hat sich für mich gezogen wie Gummi, muss ich ehrlich sagen. Die sind auch wahnsinnig dick, die Bücher, und entsprechend wahnsinnig lang. So auch dieser Teil, der geht als Hörbuch 29,5 Stunden. Deshalb ist es ein ordentlicher Oschi. Deshalb habe ich mich bisher auch noch nicht so daran gewagt. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das wieder so etwas zieht. Aber ich, ja, das ist meine innere Monkhaftigkeit, die sagt mir, ich muss die Reihe fortsetzen. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Und deshalb werde ich es mir jetzt anhören tatsächlich. Diese Hörbücher, das ist so ein zweischneidiges Schwert, so gelesen, muss ich sagen. Also die Art, wie die Sprecherin das Buch liest, ist teilweise ein bisschen cringe, muss ich tatsächlich sagen. Ein Protagonisten, den liest sie mit einem sehr merkwürdigen Akzent. Drolligerweise gibt es am Ende jedes Buches nochmal ein Kapitel aus Sicht dieses Protagonisten, das dann von einem Mann gelesen wird. Lustigerweise liest der das aber nicht dann mit diesem seltsamen Akzent. Also ganz, ganz eigenartig. Und dann noch dazu hat die Sprecherin auch eine unheimliche Schwere in der Stimme. Und das ist teilweise auch sehr bedrückend. Zumindest die Vorgängerbände waren teilweise wirklich sehr bedrückend. Und die Art, wie die Sprecherin das gelesen hat, das hat einen immer noch mehr runtergezogen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt keine Lust, diesen dicken Wälzer, der hat über 1000 Seiten, habe ich gesehen, keine Lust, das zu lesen. Deshalb werde ich diese 29,5 Stunden investieren und das hören. Das mache ich gerne bei Bürotätigkeiten tatsächlich, wenn ich nicht groß nachdenken muss, sondern ja irgendwelche Sachen vergleichen muss, irgendwas abkreuzen muss oder naja, so, wo man jetzt nicht selber groß irgendwas formulieren muss, da kann ich das immer ganz gut nebenbei konsumieren und deshalb bin ich auch ganz optimistisch, dass ich auch diese 29,5 Stunden einigermaßen über die Bühne bekomme. Zur Not kann ich es ja in schnellerer Geschwindigkeit hören, was ich auch manchmal tue. Mal schauen. Und jetzt noch der hoffentlich letzte Wurf, der Wurf für den Pasch. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Bookstagram decides. Ich mache eine Umfrage bei Bookstagram. Was da rauskommt, das siehst du jetzt. So, und da der dritte Wurf ja ein Pasch war, musste ich ja nochmal würfeln und da bin ich auf das Feld gekommen. Bookstagram entscheidet, ganz aufregend, auch mein erstes Mal. Und ich habe drei Bücher zur Abstimmung gestellt, nämlich die drei Bücher aus den letzten Illumicrate-Boxen, also englischsprachige Bücher aus den Boxen Dezember, Januar und Februar. Und das Ergebnis, hier ist die Abstimmung nochmal zu sehen als Screenshot. So sah das aus. Und gewonnen hat sozusagen von meinen Followern ausgewählt To Cage a Guard von Elizabeth May. Ja, und da freue ich mich schon drauf. Es geht hier um zwei Schwestern, die von ihrer Mutter durch einen Zauber mit göttlichen Kräften ja, belegt wurden. Also sie wurden quasi so ihnen in die Knochen gespeichert, so verstehe ich das. Und sie sind quasi ja von Göttern in einer Art besessen dann. Inwieweit die Götter Einfluss auf ihr Handeln haben, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann hier feststellen. Auf jeden Fall haben sie die Kräfte sozusagen absorbiert und werden quasi jetzt ihr Leben lang darauf vorbereitet, ja, Waffen zu sein in einem Kampf gegen eine Herrscherfamilie, die ebenfalls göttliche Kräfte hat, um das Reich zu retten. Ihre Mutter verschwindet dann. Warum, weiß ich noch nicht. Und die Schwestern sind auf sich alleine gestellt. Eine Schwester verbündet sich dann mit einem ehemaligen Geliebten. Und die andere Schwester schleicht sich ins Königshaus ein und versucht dort eine Königstochter, die
wohl ziemlich abgespaced und flippig sein soll. So wie ich das verstanden habe, versucht sie irgendwie von ihrer Seite zu beeinflussen und von ihrer Seite zu überzeugen. Ja, und dann kommen die beiden da so in ihre Konflikte. So viel zum Grundplot. Mehr, das steht alles so im Klappentext. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie ich mit der englischen Sprache in diesem Buch hier zurechtkommen werde. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ja, das war meine Bokopoli-Auswürfelung für April. Eine Sache bin ich noch schuldig, denn ich bin über losgekommen. Und das heißt, es gibt Futter für Schweini das Schweinhorn. Und zwar gibt es wieder 5 Euro für einen guten Zweck gespart. Diesmal habe ich es nicht in Kleingeld, das so schön klappert, sondern nur im Schein. Und den werde ich jetzt hier in Schweini hineinpressen. Wein ist das gemacht. Genau. Und mal sehen, wie viel sich da noch ansammelt in nächster Zeit. So viel dazu. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du eins der Bücher schon kennst, ob du die Bücher auch interessant findest, ob du sie auch lesen würdest und natürlich, was du dir so vorgenommen hast für den April. Ja, bis zum nächsten Video, was dann ja bald demnächst morgen schon kommt, mein Lesemonat voraussichtlich, wünsche ich und Schweini dir alles Liebe und Gute. Bis dann. Tschüss.